Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Hearthstone. Es ist schon länger her, dass ich eine Folge aufgenommen habe. Und ja, wir befinden uns jetzt hier im Kartenchaos-Modus und ich habe jemanden dabei, der im TS dabei ist. Hallo, sag mal hallo. Hi. Der Adam, der spielt jetzt hier im Modus Spielen und wir probieren jetzt hier uns mal im Kartenmodus mal durchzufuchteln. Was ist eigentlich überhaupt das Kartenchaos? So. Wollt ihr euer Glück versuchen? Blinktron ändert eure Heldenfähigkeit zu. Legt eine zufällige Waffe an und gebt euch obendrein zufällige Waffen. Aha, sehr viel mit Waffen also. Sprich, was sollten wir spielen? Jemanden, der entweder gegenheilen kann, ein Priester. Facehunter ist... Okay, ich glaube, die Heldenfähigkeit wird sowieso zu Waffen umgewandt. Ich glaube, es ist eigentlich scheißegal, was wir nehmen. Waffen sind ja relativ early-lastig, deswegen wäre ein Late-Game-Champion. Oder wir spielen Facehunter, ist auch gut, weil wir so viele Waffen haben, das ist die bessere Variante. Also nehmen wir uns erstmal jetzt hier, unser Deck zusammen. Also wir nehmen ziemlich viel, was in die Fresse geht. Waffen, glaube ich, brauchen wir nicht, weil wir die ganze Zeit Waffen bekommen. Sprengfalle zweimal, das ist klar. Fass. Was die Hunde los, Tierbegleiter. Wie läuft's bei dir gerade so? Was? Wie läuft's bei dir gerade so? Okay. Gibt's noch irgendwas mit Ansturm. Den da tun wir noch rein. Machen wir gut 2 Damage. Der ist auch gut, weil wir eine Waffe immer haben. Ansturm. Ballern hier nur so die Karten rein. Let K, Mate, der hat aufgegeben. Ich bin Pro. Zerstört die Waffe eures Gegners. Ah, juckt mich nicht. Der kriegt sowieso immer wieder Waffen. Oh, geil. Was nehmen wir noch für Karten mit? Irgendwo Ansturmkarten noch. Dieser Dreier Ansturm, wo ist der? Da. So viel mehr Ansturmkarten haben wir jetzt auch nicht mehr. Stimmt, ich hab ja eine goldene Karte. Wow, große Inspiration hier. Hä? Große Kunst. Ja. Wir nehmen wir noch ein bisschen mehr Late Game mit. Sowas kann man noch mitnehmen. Dann könnten wir noch Spotter mit dem Spot spielen. Wäre auch cool in diesem Modus, weil halt die ganze Zeit immer mit den Waffen und den Spotter reintraden muss. Könnten wir auch irgendwann mal spielen. Wenn der Karten-Chaos-Modus überhaupt noch da ist. Nehmen wir noch ein Healbot mit. Ne, wir setzen weiter auf Damage. Sprich, was nehmen wir noch mit? Das ist ganz einfach. Ich glaube, die Karte wäre gar nicht mal so bad, weil wir so viele Karten auch spielen. So, das ist unser Deck. Und go! Wow. Gute Starthand haben wir. Haben wir behalten. So, wir probieren jetzt wirklich den Gegner wegzubürsten. Jetzt so eine 2 Damage Waffe, genau wie der Gegner. Ja komm, mach. Ich finde für die Karte Messerhunde. Die ist nice. Finde ich auch. Die hat eine 10 Rüstung, okay. Schade, 10 Rüstung, wenn es so leicht down geht am Anfang. Das machen wir jetzt. Erstmal greifen wir auf jeden Fall an. Jetzt könnten wir Coin spielen und den, dann hätten wir in der zweiten Runde aber nicht zu spielen, deswegen machen wir einfach das da. Ich hoffe, mein Schneideprogramm, also für Videoschneiden, kommt demnächst an. Ich habe mir das jetzt gekauft, so ein Schneideprogramm, aber PayPal muss das ja noch überweisen, das Geld, weil die Firma ist im Ausland, in Luxemburg oder so, oder Amerika, keine Ahnung.
Und das kann 1 bis 3 Tage dauern, bis das Geld überhaupt überwiesen ist. Boah, jetzt hat er eine nice Waffe bekommen. Das ist grad, also muss man öfters die Waffe machen. Auf jeden Fall dauert das noch 1 bis 3 Tage. Ich hoffe, dass dann die Mail kommt. Also, dass ich das Spiel dann erfolgreich gekauft habe. Ich hoffe es einfach. Was machen wir? Ich glaube, wir spielen Enter Drop. Machen das da. Machen das da. Oh, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Wenn wir unsere Waffe kaputt geht, kriegen wir sowieso eine neue Waffe. Und ich habe jetzt einfach nochmal neue Waffe gedrückt, obwohl ich eigentlich besser an 2 Drop gespielt hätte. Ah, seht ihr, habe ich noch was dazugelernt. Eure Heldenfähigkeit wird so verursacht 2 Schaden, kriegen wir ja eh nicht. Und deswegen ist es eine Bad-Waffe. Da ist die Waffe schon einfach viel, viel, viel besser. Einfach mal 4 Damage pro Runde, weil es ja Windzorn hat. Oh, jetzt hat er meine Waffe zerstört, kriege ich eine neue Waffe. Deswegen habe ich ja gesagt, ist das nicht so entscheidend. Jetzt habe ich hier Heldenfähigkeit verursacht 2 Schaden. Das ist geil, weil wir sowieso mal eine neue Waffe kriegen. Und dann auch das hier dazu machen können, das ist geil. So, komm, was machst du, Gegner? Lass dir nicht so viel Zeit. Okay, ja. Traded. Du kannst nochmal angreifen, genau. Jetzt könnte ich auf jeden Fall das spielen und ein 1er Drop, wo ich eigentlich das die Passive auslösen möchte, aber ich muss die Karte irgendwie kaputt kriegen. Und ich habe ja schon 5 Damage. So, das ist geil. Euer Held ist immun, wenn er angreift. Cool. Auf jeden Fall machen wir schon mal ziemlich viel Druck am Anfang, aber er hat einfach die richtig Bolzwaffe bekommen. Jetzt hat er noch diese Scheiße für einen Schurken. Das ist einfach OP. Jetzt hat er einfach 8 fucking Damage pro Runde. Alter. Wir müssen diese scheiß Waffe irgendwie wegkriegen. Aber wir haben diesen Waffenzerstörer leider doch nicht mit reingenommen. Jetzt können wir damit das reintraden. Und dann könnten wir den da und passiv spielen. Aber er hat halt jetzt hier diese 8 Damage immer auf dem Feld liegen, das ist halt schon ziemlich, ziemlich OP. Hast du schon wieder gewonnen oder verloren? Ich? Ja, ja, wer sonst? Ein Game habe ich gewonnen. Und? Eins spiele ich gerade noch. Und gewinnen oder verlieren? Noch gar nicht. Ein HP habe ich mehr. Oh, come on, ey. Das ist doch so eine AIDS-Waffe hier. Das ist, glaube ich, die beste Waffe, die man kriegen kann. Dann ballern wir jetzt mal einen Spot rein. Machen noch die Karte raus, wenn es nichts bringt. Obwohl, da sieht man schon, wir bauen ziemlich viel Druck auf, indem wir halt auch wieder so viel Damage machen mit unseren ganze Zeit ins Gesicht gehen, aber er hat halt Glück, dass er diese Waffe hat und uns halt die ganze Zeit 8 Damage oder so geben kann. Manchmal hat er auch ein bisschen die anderen hier angegriffen, aber im Prinzip kann er halt die ganze Zeit heftig traden, macht schon wieder Waffe da rein und kann uns dann nochmal mit 4 Damage angreifen und dann ist die Waffe endlich kaputt. Und wenn er die Waffe dann nochmal bekommt, dann Rage Critic. Das ist dann zu viel. Nochmal nice 3 Damage. Jetzt hat er auch die Waffe bekommen, die ist auch heftig. Der ist ja eben auch. Was machen wir jetzt? Machen so, machen so. Machen so. Wenn euer Held nur angegriffen wird. Boah, jetzt habe ich hier gerade irgendwas in der Maus-Ding drin. Oh. Pack Opening. Wie viele Packs hast du? Boah, Applaus. Warte mal, Jubel für Adam.
Soll ich nur diese klassischen holen oder soll ich schon Goblins oder Gnome oder so? Ist egal. Du hast eh noch keine richtigen Karten, von daher ist eigentlich wurscht. Ich hole mir Klassik. Und wenn du eine Legendary ziehst und Dr. Boom das ist, dann hasse ich dich. Weil ich hab den so lange, oh. Dr. Boom. Oh, da ist das gar kein Licht. Das hat... Wow. Ja, echt lag man. Zwei blaue, und das sind doch sehr selten. Ne? Alles ist sonst scheiße. Ja, man kriegt immer pro Deck mindestens eine blaue. Mein Leben hat einen Sinn. Die ist so goldig-weiß, die Karte. Sorry. Was ist das? Heiliges Feuer. Verursacht 5 Schaden, stellt bei eurem Held 5 Leben wieder her. Nice. Ah, das ist noch der Priester. Alle Diener... Ja, was ist das für ein Zeichen? Alle Diener kosten eins mehr. Der verläuft gerade bei uns. Gegner noch 4 Leben, wir haben 14. Weißt du, was ich mache? Was? Ich mach jetzt ein bisschen hier Staub oder wie auch immer das heißt da. Was für ein Zaubern? Wo ist bitte den Spott aus? Okay, jetzt haben wir doch ein Problem. Jetzt müssen wir diesen Spott noch irgendwie kaputt kriegen. Wenn wir die Waffe nicht haben. Er kriegt diese Waffe schon wieder! Ich hab gesagt, ich rage könnte dann und ich tue es nicht. Weil das wäre dann die Aufnahme, wäre dann kaputt und das wäre auch irgendwie blöd. Aber ich hasse den. Ich hasse den einfach. Das haben wir sowieso verloren. Deswegen, ich rage quitte doch. Das ist doch scheiße, Mann, Alter. So unfair. Nicht gut gespielt, du Arslog, ey. Ey, der kriegt zweimal die OPs der Waffe, Mann. Das ist doch unfair. Machen noch eine Runde. Ich will dieses scheiß Ding gewinnen. Sein. Ich hab 110 Arcana Staub oder so. Jo, ich habe 1200 oder so und spare auf 1900 für den Legendary. Dr. Boom, ne? Ja. Warum ist es so gut? Ja, ist halt 7 Mana, hat 7-7 solide Stats und kriegt halt noch zwei so kleine Bomben dazu, also 2x1-1 noch dazu. Sprich halt eigentlich 9-9 für 7-7 und die kleinen Bomben haben noch die Passive, dass die, wenn die zerstört werden, also Todesröschchen, dann machen die noch 1 bis 5 Damage oder so an einem Gegner. Das ist einfach OP. Okay, ich merke, das ist die Standardwaffe hier. Er spielt Hexenmeister. Gut gespielt, alles klar. Lol, wenn man Rang 20 bekommt und man die Season zu Ende spielt, dann kriegt man voll eine Truhe. Ja, ich weiß, habe ich schon mehrmals bekommen. Ich habe in der letzten Zeit ein wenig Hearthstone gespielt an sich und deswegen. Wie lange spielst du denn Hearthstone? Ja, oder so. Aber jetzt die ganze Zeit. Du kannst das dann noch einmal spielen. Was? Dingens Hearthstone. Die einmal spielen? Also, nein. Also, die Kiste kannst du noch. Könntest du jetzt kriegst noch pro Monat. Kriegst pro Monat, wenn die Season vorbei ist. Also, einen Monat. Kiste. Eine Season Monat. Pro Monat? Ja. Oh. Er kriegt schon wieder eine richtig gute Waffe. Ist jetzt nicht die OPs Waffe, aber. Ja, 4 Damage ist okay. Tierbegleiter. Wow. Aber ich habe auch eine gute Waffe bekommen. 5 Damage. Oh, die macht sogar Seelenfeuer. Und wirft dafür eine Extra-Karte ab. Nice. Der Voodoo-Doktor. Was machen wir jetzt? Ich glaube, ich bin den Spotter. Ja. Oh, ich kann nochmal angreifen. Gut, dass ich noch nicht auf fertig gedrückt habe. Wir haben die OP-Waffe bekommen, Leute. Wir haben die OP-Waffe bekommen. Danke, danke. Wenn wir jetzt sowas wie Schurke oder so noch, dann könnten wir die übel buffen, dann wäre GG. Ich glaube, Schurke wäre hier, ich glaube, doch die beste Klasse.
Okay, jetzt kriegt er. Okay, schon wieder so eine gute Waffe, ey. Die Karte ist. Die Waffe ist auch gut. Aber die Waffe ist auch sexy. 4 Damage und 8 Haltbarkeit. Hallo? Ich glaube, das lohnt sich überhaupt nicht zu spielen, weil die 3 Leben haben. Aber ich, Alter, Feuerball ist voll der Fokus. Ich muss stark, oder? Ja. Klar. Schaden. Da seht ihr, wir machen gut Damage. Aber er hat halt nur eine 5er Waffe, wir haben nur eine 4er Waffe in dem Fall. Sprich, er hat eigentlich auch eine gute Waffe. Unsere kostet auch eigentlich nur 5 Mana und seine kostet 7, aber wir haben 2 Überladungen, deswegen ist sie so stark wie eine 7er Waffe, sprich ungefähr gleich. Und er kann halt immer mit der Waffe gut traden, sich ein Board aufbauen. Nachdem er die kopiert und wirkt auch. Okay, die Karte ist nicht so schön, die gefällt mir nicht. Die muss weg vom Feld. Im Feld ist nervig. Lass die Hunde los. Wir gehen weiter auf die Fresse. Das ist jetzt ganz gut funktioniert. Ich habe Karten bei meinem Magier-Deck, dass meine Waffe mehr Schaden hat. Jo. Ich will auch mal Karten-Chaos, da kriegst du ein Kartenpack, wenn du eine Runde gewinnst. Habe ich nicht eingeschaltet. Also. Schattenflamme. Ich hab, dass er erst damit angreift und dann Schattenflamme macht. Oh, er kriegt nur Crap-Waffen gerade. Greift er damit an? Ich glaube nicht. Nee. Oh, wir haben gewonnen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zugucken und Zuhören. Wir haben eine Runde verloren, eine Runde gewonnen, haben sogar erst noch 3 Siege eingefangen und eine Kartenpackung. Nee, wir machen noch eine Kartenpackung auf. Bevor ich es vergesse, die machen wir immer auf und wir können sogar noch eine kaufen dann. Sprich, das wird noch ein kleines Pack-Opening von 2 Kartenpackungen. Kaufen wir uns die klassische. Wir wollen Dr. Boom haben. So. Gucken wir mal, ob wir was Gutes bei rauskriegen. Okay, das ist eine Crap-Kartenpackung. Dann auch die hier. Gucken, ob wir was Besseres kriegen. Legendary! Legendary! Todesschwinge! Alter! Ich fick mein Leben. GG, Leute, die Karte wollte ich schon immer haben. Legendary Todesschwinge. Oh mein Gott, 2 Kartenpackungen. Und der Adam wartet die ganze Zeit auf einen scheiß Legendary und ich mache hier 2 Kartenpackungen auf und krieg eine Todesschwinge. Geil, Leute, einfach nur geil. Die Karte habe ich noch gar nicht gehabt und ich wollte sie auch unbedingt haben mit Dr. Boom. GG, Alter, nice. Dann bedanke ich mich fürs Zugucken und Zuhören. Lasst einen Daumen nach oben da. Es war eine coole Runde und wir haben die Todesschwinge bekommen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao.